Mein Name ist Wolf Fuß und zusammen mit dem Top-Experten Hansi Küpper werde ich Sie heute durch das Spiel begleiten. Danke Wolf und herzlich willkommen. Ein tolles Publikum und eine Wahnsinnsatmosphäre. Es herrscht große Vorfreude. So wird die Aufstellung der beiden Teams aussehen. Es ist angerichtet. Ribéry. Der Ball kommt in die Mitte. Stark geholt. Da ist die Chance. Da haben sie noch mal die Chance. Der ist gut unterwegs. Da haben sie ganz schnell umgeschaltet. Wunderschönen Konterfußball gespielt, aber das Ding nicht reingebracht. Trotzdem eine schöne Aktion. Der Auftakt torlos, aber vielversprechend. Hier schießt nur eine Mannschaft aufs Tor. Jetzt Toni Kroos. Da ist er dran. Und jetzt Toni Kroos. Versucht die Gasse zu finden. Saubere Annahme. Muss den Ball nach vorne bringen. Robben. Und jetzt schmeißt Robben den Turbo an. Es sieht gut aus. Er versucht es nochmal. Da ist es passiert. Und damit gehen die Bayern in Führung. Der Ball ist frei und er macht ihn rein. Was für ein schlimmer Fehler des Torhüters, aber Kompliment auch an den Stürmer, der nicht abgeschaltet hat. Sie gehen mit 1:0 in Führung. Na also, sie sind in Führung gegangen. Das müsste ihnen eigentlich Selbstvertrauen geben. Er bekommt den Pass in guter Position. Und abgefangen. Jetzt Schweinsteiger. Jetzt kann er ruhig mal aufhalten. Versucht weiterzukommen. Er versucht die Lücke in der Abwehr zu finden. Und jetzt Toni Kroos. Sauberer Angriff. Geht der Ball weit nach vorne. Da ist kein Durchkommen. 5 Minuten verbleiben im ersten Durchgang und so groß sind die Unterschiede nicht. Nee, der ist weg. Möglichkeit von außen. Und da ist einer zur Stelle.
Er bringt die Flanke. Geklärt. Und jetzt Toni Kroos. Schweinsteiger. Das ist der Halbzeitpfiff und das bedeutet das Ende der ersten Hälfte. Also der Torwart hat wirklich nicht viel zu tun heute. Das liegt daran, dass die Jungs vor ihm in der Abwehr und auch im defensiven Mittelfeld richtig gut arbeiten. Sie führen hochverdient. Allen, die gerade erst eingeschaltet haben, muss ich leider sagen, sie haben eine tolle erste Hälfte verpasst. Aber ich wünsche mir für sie, dass die zweiten 45 Minuten genauso werden. Seitenwechsel. Ah, da muss der Ball besser kommen. Und jetzt Müller. Eine wilde Attacke, klarer Freistoß. Der Schiedsrichter zeigt ihm gelb und damit ist er gut bedient, denn die Aktion galt nur dem Gegenspieler und nicht dem Ball. Und jetzt Toni Kroos. Ribéry. Sie suchen nach Räumen. Flanke kommt, aber wird sofort von Abwehr. Schweinsteiger! Er bringt die Hände an den Ball. Gut gehalten vom Torhüter. Den hat er ganz stark gehalten und das war wirklich in dieser Situation keine Selbstverständlichkeit. Und die Flanke. Rafinha. Ribéry. Er versucht's. Eiskalt verwandelt. Der Abstand vergrößert sich. Das war wichtig. Da ist eine klare Handschrift zu erkennen. Das ist so einstudiert und so umgesetzt. So manches Tor ist wunderschön wegen eines genialen Abschlusses. Dieser Treffer ist einfach nur herrlich anzusehen, weil er genial herausgespielt wurde. Und damit können wir Doppelpacker zu ihm sagen. Freunde, 2-0 jetzt also. Das ist doch jetzt ein komfortabler Vorsprung. Eigentlich muss das reichen, um am Ende den Sieg einzufahren. Der Ball ist im Aus. Einwurf. Er steckt ihn durch. Das ist ein schwacher Befreiungsschlag. Schweinsteiger. Robben. Er versucht ihn da durchzuspielen. Da ist die Chance zu flanken. Auch noch eins. Jetzt sind sie drei vor. Also das Ding dürfte gelaufen sein. Da zeigt er, was er drauf hat. Also man kann wirklich nicht behaupten, dass sie ihn hier aus den Augen verloren hätten. Im Gegenteil, sie waren ganz nah dran und er hat es trotzdem gemacht. Neuer Spielstand 3-0. Er findet jemanden.
Schweinsteiger. Jetzt eventuell der Gegenstoß. Er sucht nach dem Mitspieler. Lahm. Jetzt kann er zum Abschluss kommen. Schweinsteiger! Und Schuss! Der Schiedsrichter beendet dieses Spiel. Es war ein Spiel auf ein Tor. Der Gegner war hoffnungslos überfordert. Mit diesen drei Toren Unterschied sind sie noch gut bedient.